Hallo zusammen, unser Update vom US-Wahlkampf. Es ist beinahe müßig, die aktuellen Geschehnisse in den USA im Zusammenhang mit der anstehenden Wahl zu kommentieren. Alles, was wir bisher erwähnt haben, sei es Wahlmanipulation oder der Korruptionsvorwurf, seien es Verstreckungen von Top-Demokraten in den Epstein-Fall oder Hinweise auf Verschwörung und Hochverrat, alles wurde seitens der Mainstream-Medien als Verschwörungstheorie eingestuft. Jeder, der etwas in dieser Richtung behauptete, musste sich einer Verleumdungskampagne erwehren. Alles wurde als Unsinn abgetan. Je näher wir nun der Wahl kommen, desto mehr erweisen sich viele der Vorwürfe als mehr als wahrscheinlich. Immer mehr Dokumente werden auf Anordnung des Präsidenten Donald Trump veröffentlicht. Die Erkenntnisse sind für viele prominente Politiker verheerend. So sind neben vielen anderen jetzt sogar Hillary und Bill Clinton und der Ex-Präsident Obama namentlich benannt. Wenn die zuständigen Gremien in den USA diese Dokumente geprüft haben werden, wird es zu Anklagen auf höchster Ebene kommen. Trump forderte dies ja schon mehrfach. Er wartete allerdings mit der Freigabe der versiegelten Dokumente bis zum jetzigen Zeitpunkt. Dies und die Information aus Justizkreisen, dass man erst an die Öffentlichkeit gehen würde, wenn die Beweise hieb- und stichfest sind, sagt uns, dass es nun wohl soweit sein wird. Wir gehen davon aus, dass noch vor der Wahl Entscheidendes geschehen wird, einschließlich einiger Verhaftungen. Die Auswirkungen auf die Wahl jedenfalls werden gravierend sein. Zusammen mit dem absolut peinlichen Auftreten von Joe Biden und Kamala Harris als Kandidaten der Demokraten zum Präsidenten und seinem Stellvertreter bzw. seiner Stellvertreterin bei den ersten Debatten im TV wird das alles mehr als ausreichen, dass Trump weitere 4 Jahre im Amt bleibt. Biden wirkte schwach, müde, unfit und ja, beinahe hilflos. Harris glänzte durch mehrfaches, leicht überprüfbares Lügen. Alles in allem dürfte für Trump und Vizepräsident Mike Pence nichts schiefgehen. Trump sagte außerdem in seiner zu Überspitzungen neigenden Art, dass Amerika im Falle eines Wahlsieges Bidens wohl zu einem 9. Weltland werden könnte. Nun, wir denken, ein 3. Weltland, das könnte schon stimmen. Denn die Kandidaten der sogenannten Demokraten lassen Ansichten und Taten erkennen, die deutlich auf Kommunismus hinweisen. Man ist wohl doch enger mit der Kommunistischen Partei Chinas als weitgehend bekannt. Gewisse Parallelen zu Deutschland und Europa sind für uns auch dort zweifelsfrei erkennbar. Hinweisen wollen wir in diesem Zusammenhang wieder einmal auf die Reise der Bundeskanzlerin Merkel nach Wuhan im Herbst des vergangenen Jahres. Diese Reise wird sicher noch eine wesentliche Rolle spielen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass Trump sein Amt behält. Schönen Dank fürs Zuhören. Bitte abonnieren, Daumen hoch und verbreiten. Freunde, bleibt stark, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.